Herzlich willkommen zu Schön, dich zu hören, Stefan Böhlich. Hallo, Tag. Stefan kenne ich schon ganz lange. Ich das glaube, stimmt. seit fast 10 Jahren. Bestimmt seit 10 Jahren, oder? Ja. Könnte hinkommen. Und ziemlich bald darauf haben wir diese Couch zusammengekriegt. Das stimmt. Auf der habe ich garantiert schon oft gesessen. Ja, die ist aus dem Sozietätstheater. Ja. Genau. Wir wollten mal zusammen in ein Studio ziehen, das hat dann leider nicht geklappt, was ich immer noch schade finde. Mit dir hätte ich also sehr gerne zusammen in einem Raum gesessen. Manchmal bewegt es sich ja anders, ne, als man sich das so das vorstellt. Das stimmt, ja. Aber immerhin sitzt man jetzt in einem Raum zusammen. Ich wollte gerade sagen, und in einem Studio. Das stimmt, so, ja. In dem Studio ja eigentlich. Stefan ist ein ganz toller Fotograf und zwar macht er zum Beispiel diese Neustadtkalender, Neustadtspaziergang heißen die. Ja, nicht geflüstert. Habe ich Geflüster gesagt? Nein, das verwechseln wir viele. Ach so, nee, Geflüster ist hier der Dingens. Der Herr Launer. Grüße. Ja, Grüße. Genau. So, du hast 6 Sachen diesmal mitgebracht. Das heißt, ihr kriegt 6 Videos vom Stefan. Ja, es fiel das mir sehr schwer, spannend. Mich zu beschränken. So, das ist doch in Ordnung. Ja, war alles eine schön. Aufgabe. Und ich trage heute kein Make-up. Deswegen glänze ich wie Sau. Das macht nichts, ich auch nicht. Es wäre auch unfair, wenn du hier modelhaft neben mir sitzen würdest und ich glänze hier zum Donnerstagabend. Das stimmt. Ein bisschen stimmt das. Was hast du denn mitgebracht? Womit fangen wir an? Von oben nach unten, habe ich überlegt. Ja. Tatsächlich. Ich kann es nicht lesen, ist so weit weg. Was ist das erste? Nocturne von? Das erste ist Nocturne von Mark Lenningen. Gut. Geht los. Spider-Man, not true. Not
Wer ist Mark Lenigan? Ja, die abgefahrenste Stimme, die es so gab, muss man sagen. Wer war Mark Lenigan, muss man sagen? Ah. Mark Lenigan ist letzte Woche gestorben. Ach du Jemine. Und eigentlich der Grund, oder der Tod ist jetzt vielleicht der Grund, warum ich das Lied genommen habe. Ja, für mich die abgefahrenste Stimme, die man irgendwie in den letzten 30 Jahren gehört hat. Ehemaliger Queens of Stone Age Mitbegründer, ursprünglich so, kommt aus der Szene. Grunge, 90er Jahre, Nirvana, hat unter anderem Kurt Cobain weggedrückt, als er am letzten Tag seines Lebens mit ihm telefonieren wollte, ist die Geschichte. wurde dann von Courtney Love eingewiesen, irgendwann um seinen Drogenkonsum zu stoppen, und hat, also der hat so viel krasse Geschichten erlebt, dass man so denkt, der ist also ein irrer Typ, tatsächlich. Hat noch 2019 ein grandioses Konzert in der Scheune gespielt. Okay. Und das Konzert hat mich völlig weggeblasen, tatsächlich. Also die Scheune, das ist ja auch abgefahren, dass der so kleine Sachen. Der war nicht so, also man muss sagen, der war nicht so bekannt oder nicht so berühmt einfach wie viele andere aus seiner Generation so. Der ist viel abgestürzt, der hat viel Drogen, Alkohol und hat es nie so zum Weltstar geschafft. Trotz der Stimme, muss man sagen. Wie bist du auf ihn gekommen? Ich weiß nicht, ich glaube wirklich ursprünglich Queens of the Stone Age oder sowas. Mhm. So durch diese ganze Josh Homme? Und so diese ganze Stoner-Rock-Blase, da ne, ist der irgendwann, das ist so meine Musikrichtung, würde ich sagen. So. Und ich habe dann, glaube ich, relativ lange, man hat dann so, das waren so Titel, der hat dann viele Solo-Platten gemacht und da hat man immer mal wieder so ein paar Songs gehört, und es war aber nie so, dass ich das jetzt dauerhaft gehört habe, aber nach dem Konzert, da hat er, ich glaube 2019 oder sowas, hat er noch so eine Solo-Platte rausgebracht, die war so fantastisch, und seitdem habe ich das relativ viel gehört. Und jetzt ist er letzte Woche verstorben mit 57 Jahren oder sowas, so schwer erkrankt vorher gewesen, und das hat mich wirklich umgerissen, muss ich sagen, letzte Woche. Also ist so ein Tod, das ist so ein Typ, wo man eigentlich so denkt, ja klar, der wird nicht alt, der hat so viel gemacht in seinem Leben, das ist nicht verwunderlich, aber es ist umso trauriger irgendwie, und den hätte man sich auch als uralten Sänger vorstellen können, irgendwo, der irgendwo in einer Jazzbar sitzt und irgendwas. Ja. Und so. Also das ist so ein bisschen, es passt eigentlich in sein Leben. Der hat noch ein krasses Buch geschrieben über seine Corona-Erkrankung, kurz bevor gestorben ist. Okay. Alles ganz abgefahren. Der hat eine krasse Biografie geschrieben, so, die habe ich noch gar nicht gelesen, aber die ist so, wenn man sich so die groben Inhalte anguckt, so will ich jetzt alles nachholen gerade. Ja, das deswegen, der musste heute mit rein. Irgendwie so. Das ist die Gesamtgeschichte. Das ist eigentlich wie bei allen Künstlern so, ich kann mich immer schlecht auf ein Lied festlegen. Ich habe eher so Künstler und Alben, wo ich dann sage, das ist so, da höre ich dann alles und sind alles super, und das sind eigentlich bei allen Titeln, das ist so. Das wäre ja auch mal ein gutes Format, dass man zusammen ein ganzes Album hört. Ja, stimmt. Ja. Kommt ein bisschen aufs Album drauf an. Ja, ja. Gibt auf allem. Aber bei allen sechs Liedern würde ich sagen, würde ich die gesamten Alben mit dir hören. Cool. Alle sechs. So. Ja. Auch wenn es komisch ist, dass hier Leute zugucken. ich stehe bei Konzerten immer entweder ganz hinten oder ganz, ganz vorne. Und dann ist hier wie interessant. Wie Craig Ferguson immer gesagt hat, das merkt ihr sowieso keiner. Ja. Da müsst ihr jetzt keine Sorgen machen. dass Leute zugucken. Ja, sehr cool. Das kannte ich noch nicht. Also lohnt sich wirklich, lohnt sich auch eigentlich fast alle Solo-Platten. Er hat unheimlich viele Platten gemacht. Auch die ganz alten Screaming Trees heißen, glaube ich, seine allererste Band, die so eben so kurz vor Nirvana so auf die Bühne kam und nicht ganz so berühmt wurde dann trotzdem, aber so, ich glaube, bei den Amerikanern war eigentlich eine ziemlich bekannte Crunch-Band war. Und auch die Platten sind echt alle sehr gut und krasse Duos gesungen auch und so. Naja, bei der Stimme, der könnte ja einem, keine Ahnung, der könnte das Grundgesetz singen und ich würde es, glaube ich, kaufen. So, so relativ egal oder irgend sowas. Das ist, ja, abgefahrener Typ. Sehr cool. Mhm. Die nächste Band kennt ihr vielleicht. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja. Aber erstmal schön, dass ihr zugeguckt habt und bis gleich. Tschüss. So, herzlich willkommen bei Schön, dich zu hören, Stefan Böhlich. Hallo. Nummer 2. Immer noch. Oder, wie der Deutsche sagt, Nummer 2. Ich weiß immer nicht, warum. Der Deutsche sagt so und der Amerikaner so.
Ich habe keine Ahnung. Wie zeigst du nur zwei? Ja, was. Keine Ahnung, da ist so. Immer so. Immer so. Immer so. Wenn es um den Deutschen geht, dann immer so. Ja. Genau. Stefan ist Fotograf und macht sehr, sehr schöne Fotos. Müsst ihr mal auschecken. Habe ich unten den Link reingepackt, den ihr wünscht. Boah, werden wir dann sehen. Bin ich gespannt, wer das wird. Es gibt so viele. Genau. Und heute hören wir eine Band, zu der ich auch schon live war. Und er ganz die oft. Ja, natürlich. Wahrscheinlich eine der Bands, die ich. Ja, vielleicht nicht am meisten, aber schon auch sehr oft gesehen habe, auch fotografiert habe oft. Und ja, ich glaube, die Lieblingsband im deutschsprachigen Raum, definitiv. Cool. Also. Du hast auch so eine Reihe gemacht, wo du vorher und nach dem Konzert fotografiert hast. Das hast du ja, die war sehr kurz, die Reihe, aber das war der Anfang quasi. Ja. So, das war der Auslöser, war diese Band, die ja, wo sich das auch sehr lohnt, das vorher nachher zu machen, weil die so ekstatische Konzerte spielen, dass sie danach aussehen, als würden sie gleich sterben. Und das hat sich da hat sich wirklich gelohnt. So, ja. Welches Lied hören wir? Rupert's Grün. Geht los. Angst vergessen, vielleicht.
Cool. Turboschad. Ja. Beste Deutschpunk-Band der Welt. Du hast die ja auch persönlich viel kennengelernt. Ich habe die dank unserem Freund Erich kennenlernen dürfen, der Booker von der Grufstation. In dem Grufstation habe ich jahrelang quasi gearbeitet und rumgehangen. Ich würde sagen, da habe ich meine Jugend verbracht, bis ich, keine Ahnung, Anfang 30 bis war. Bis voriges Jahr. Nicht ganz, aber bis vor einigen Jahren. Und habe da viel mit gearbeitet und habe dadurch auch viele Bands kennengelernt. Und Turboschad war wahrscheinlich die Band, die mich so am meisten geprägt hat und in die ich mich irgendwie total, wie so viele andere auch, irgendwie so total verliebt habe. Und über die ich mich auch immer noch am meisten freue, wenn ich die irgendwo sehen kann. So, weil die A, persönlich einfach die nettesten Typen sind, die man sich vorstellen kann. Und zwar so im Ganzen. Also bei Turboschad ist so das Besondere, dass das nicht nur die Band ist, sondern auch alle drumherum. Also alle, die mit auf Tour gehen, der Tonmann, der Lichtmann, der Booker, der Mercher, viele Grüße, die gehören alle zusammen. Das ist alles so eine Crew, die einfach mit denen, wo man sich immer wieder freut, die zu sehen, mit denen es immer Spaß macht. Alles super coole Typen, alles total stabile Typen, politisch total stabile Typen auch und so, die wichtig. Immer was zu sagen haben. Ja. Und dann machen die halt Alben wie das, also das ist vom Avalonia-Album, das ist quasi eine Fluchtgeschichte, so das gesamte Album in so einem fiktiven Staat, Avalonia. Und das ist der erste Titel, quasi die Flucht beginnt. Und das ist, also das hat mich wie so viele anderen auch umgehauen. So. Also ja. Ich hatte mit Turboschad ganz am Anfang meine Probleme, so die ersten Alben waren mir, glaube ich, einfach, das habe ich nicht verstanden damals, das war mir zu vertrackt und irgendwie zu schwierig zu verstehen. Da musste ich erst so ein bisschen ranreifen, tatsächlich, und älter werden, so ein bisschen. Die gibt es ja, glaube ich, auch seit 99 oder sowas, ne? Die ist ältere Herren mittlerweile. aber ja, die letzten Platten alle großartig, live eine absolute Macht. Also wir haben ja dann oft quasi für die Groove Station im Beatpool gespielt, zwei Abende hintereinander für so eine kleinere Deutsch-Punk-Band aus Husum, ist das schon eine abgefahrene Entwicklung, ne? So muss man sagen. Ja. Ja, großartig. Also sowohl persönlich als auch musikalisch. Cool. Ja. Sehr gut. Weiter geht's. Es wird gleich ganz anders. Ja, das stimmt. Wir sagen kurz Song 3. Tschüssi. Ciao. Hast du schon erkannt. Genau. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu Schön, dich zu hören, Stefan Böhlich. Hallo, Johannes Gassengabe. Immer noch. Ja, ich bin's immer noch. Ich habe immer noch dasselbe T-Shirt an. Und glänze. Stefan macht ganz tolle Fotos. Könnt ihr unten in der Bio ist das bei Instagram. Dieses ganze Social Media Gedöns, das geht mir auch echt ein bisschen auf den Sack. Das aber kannst du ja bei YouTube auch nicht sagen gerade. YouTube ist super. Achso, super ich hab, also YouTube ist ja in, ja, ist kein, auch Social Media. Ja, ja, schon. Okay. Weil YouTube selber guckt ja nicht. Ja, YouTube. Super. Alles andere. YouTube selber guckt ja Vimeo. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich denn gerade ansagen? Das ist den dritten Titel. Den dritten Titel, genau. Der längste der aller Titel. Der längste aller Titel. Hier, wie heute. Dieses Orgelstück irgendwo in Nordhausen oder so. Was so 1000 Jahre geht? Hm. Von so langsam wie möglich, diese Heinze. Ein Quatsch. Diese Heinze. Ja. Aber hier jetzt nicht so lang. Aber fast. Aber fast und sehr schön. Von Nils Frahm. Bester Mann. Welches Stück? All Melodies, quasi das Titelstück. Oder All Melody heißt es, glaube ich. Seiner Platte All Melody. Erst hören, oder? Wir hören und dann schreiben. So machen. Das dauert. Okay. Aber es läuft. Soll ich lauter machen? Hm. Nee. Okay. Das wird laut. Okay.
Sehr cool. Ja, niemand baut bessere Flächen als Nies Fram. Also, keine Ahnung, Nies Fram, finde ich, ist derjenige, der irgendwie Klassik und Elektro zusammenbringt wie niemand anders. So, der kann halt beides, und zwar irgendwie auf eine Art und Weise, wie ich das irgendwie von niemand anders gesehen habe. Also sowohl vor allen Dingen live. Live ist das eine. Hast du den schon mal gesehen, live? Ist das Ja. eine, was du im Kulturpalast? Ja. Da fand ich ja zum Beispiel, hat man gedacht, man muss den Kulturpalast danach abreißen. Das fand ich so abgefahren. Und genauso aber hat er, hat ein paar Jahre vorher, hat er mal im, auf dem Weißen Hirsch gespielt, in der Konzertmuschel da. Ja. Und das war genauso super so, obwohl es eine ganz kleine Bühne und Open Air ist und so ganz anders. Und also, keine Ahnung, ich finde, wie der mit selbstgebauten Instrumenten umgeht und während eines Songs irgendwie vom Synthesizer zum Flügel wechselt und es ist und rumloopt und so, und also finde ich unglaublich. Also Der hat ja auch ein sehr schönes Studio. ja, ich kenne es nur von Fotos, aber das Jetzt, ist, jetzt klang es so, als wäre es genau für diese Anlage aufgenommen worden. das wollte ich auch sagen, es ist sehr schön hier Musik zu hören, muss man sagen. Ich würde das gerne öfters machen. Ich bin hier. Es klang sehr gut, wirklich, Wie bist tatsächlich. du denn auf Nils Fragen gekommen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, durch irgendein Konzert. Wo habe ich denn das erste Mal gesehen? Im Sozi am Ende? Echt? Ich habe den irgendwo mal in klein gesehen, Wo vorher diese schon. Couch her ist. Ja, wo diese Couch her ist. Das sehr schöne, gerade leider geschlossene, aber bald wieder irgendwann öffnende Sozietätstheater. Wo habe ich den das erste Mal gesehen? Ich glaube, ich würde sagen im Sozi. Aber ich würde jetzt. Vielleicht verwechsel ich es auch mit Martin Kohlfeld. Ist auch noch so Also ja. ein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber irgendwie so dadurch, ich glaube, da ist, der hatte das Album Spaces irgendwann, als er das rausgebracht hat, irgendwie so in dem Zeitraum. Und das fand ich schon damals so. Ich finde so dieses ganze flächige, welliche, da, das macht was. Ja. Das macht wirklich was. Das finde ich wirklich. Ich bin auch ein bisschen elektronischer geworden im Alter, habe ich festgestellt. Ich hatte früher elektronische Musik, habe ich sehr lange sehr doll abgelehnt. Stimmt ja, ich auch, ja. Das hat sich geändert, aber vielleicht auch, weil man eben solche Sachen erst irgendwann später kennenlernt Ja. und dann merkt, wie gut das dann tatsächlich auch sein kann. Wir sind ähnlich alt, ne? Ich weiß nicht. Ich bin 82 Ja, geboren. 83. Ja. Das liegt, glaube ich, daran, Dass es früher nur Scheiße gab. was für elektronische Musik es so gab, als wir adoleszent waren. Ja, aber selbst, also ich würde ja sagen, es gab damals vielleicht auch Gute Musik, aber die gute, kannte man nicht. ja. Also das war ja eher so, oh, wie heißen die, Dr. Big? Nee, Dr. Motte. Scheiße. Vielleicht. Nee, warte mal, das war so, da waren diese ganzen unangenehmen, so Maruscha und so. Das ist schon Dr. Motte, oder? Ist das Dr. Motte? Naja, so, ich meine, Motte war halt hier Love Parade und Co. Ich will mich Ah. jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, keine Ahnung, ich war tatsächlich war ich da nie. Aber so dieses ganze 90er Techno und Ja, Elektro, das hat mich persönlich nie angesprochen. So. mich auch Und nicht, weil das. da so unangenehm die Höhen reingedreht waren. Das kann ich. Ich glaube, das hat mich damals nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Aber ich bin wirklich Rock sozialisiert einfach. DJ So muss man Ötzi war sagen. damals auch, der ist ja Gut, das heute würde ich irgendwie ja auch nie als noch. Elektro bezeichnen, aber. Naja, aber da war. Naja, aber ja, wahrscheinlich ist das nicht Elektro, aber das ist das, was ich so als Man muss sagen, elektronische es gab Popmusik. viele schlechte Es gab Musik in sehr den schlechte 90er Musik. Jahren. Und die gute Musik war Rockmusik. Da muss Ja. man ja einfach so sagen. So. Es gab auch schlechte Rockmusik in den 90er Jahren. Das muss man auch sagen. Aber ja, also Ja. es gab dann so in diesem ganzen New Metal, New Rock, da gab es auch aus heutiger Sicht, war das schon nicht alles ganz so gut, was man damals so vielleicht gehört hat, muss man sagen. Hab ich jetzt in dem darüber nachgedacht, jetzt so, was für Musik ich, weil das alles Musik ist, die ich vielleicht mehr in den letzten 10, 15 Jahren gehört habe, als in den vorherigen, ich bin ja erst 28, in den vorherigen 10 Jahren. Und das ist aber tatsächlich damit zu tun, dass ich viel Musik von damals nicht mehr gut hören kann, weil ich es ja einfach nicht gut finde und auch handwerklich nicht gut finde und so. Was mich damals halt nicht interessiert hat. So, damals habe ich halt, keine Ahnung, da war halt
Ich höre halt jetzt keinen Slime mehr und irgendwelchen Rotzepunk. Nicht. Nichts gegen Slime, ne? Aber das ist, ich kann es mir nicht mehr so gut anhören, so tatsächlich. Und auch andere Musik in dem Bereich nicht mehr. Und es ist alles ernsthafter geworden, habe ich festgestellt zum Beispiel. Ich kann nicht mehr so viel lustige Musik hören. Echt? Hm? Also ich habe früher viel mehr, keine Ahnung, Ska und Surfmusik, Robert und der Roboter, ist ganz viele Grüße. Ne? Und sowas. ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es damals auch nicht so viel auf Platte gehört, aber die Musik ist ernsthafter, glaube ich. So, für mich. Das Leben ist ernsthafter. Das stimmt. Ja. In der nächsten Folge reden wir drüber, wie wir, als es noch lustig war im Leben, mit also quasi mit den mit Geschwistern zusammen waren. Was? Mit Geschwistern zusammen waren? Naja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Erzähl ich in der nächsten Folge. Gibt es da vorher noch ein Bier? Ja, wir machen kurz, weil also der Stefan darf quasi zwei Durchläufe machen. Und gleich kommt der zweite. Das wurde mir versprochen, weil ich mich nicht auf drei Songs einigen konnte mit mir selbst. So sieht's aus. Ja. Erstmal schönen Tag. Tschüss. Bis später. Bis nächste Woche. Genau.